Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Transport Fever 2 Kampagne hier bei Heisenberg Zockt. So, wir haben es verdattelt, beziehungsweise ich habe es verdattelt, wir haben hier Missionen ausgelassen überall, das tut mir leid. Komplettes Durcheinander, deswegen wir fangen jetzt nochmal an. Allerdings würde ich nicht bei der 1 anfangen, denn das ist wirklich ja, der Beginn der Tutorials sozusagen, also das ganz frühe Basteln. Ich würde hier bei der 2 anfangen und hier machen wir aber alle Missionen und bei der 3 dann natürlich auch. Das junge Jahrhundert hält allerlei aufregende Entdeckungen bereit, die den gesamten Transportsektor revolutionieren. Erlebe die rasante Entwicklung dieser erfindungsreichen Epoche. Na, das machen wir doch glatt. Mallorca. Nein. Das Jahrhundert ist noch jung, doch tun sich. Ich muss schnell gucken, auch wenn er natürlich jetzt die ganze Zeit redet. Ich nehme mal an, das hier wird die erste Mission sein. Doch tun sich. Die haben wir. 1904, 1920, passt. Fliegende Kissen. Sorry, wenn ich ihn jetzt die ganze Zeit unterbreche. Ich musste gucken. Dinge. Da und dort basteln findige Geister an gar kuriosen Geräten mit nur einem Ziel. Nichts weniger als die Schwerkraft zu überwinden. Okay. Ganz vorne mit dabei beim Wettlauf um die Eroberung der Lüfte ist die Grande Nation namens Frankreich. Oh la la. Hier wurde immerhin die altehrwürdige Montgolfiere erfunden. Wer? Kenne ich nicht. Montgolfiere? Okay. Aber Frankreich kennt man natürlich. So, das müsste doch jetzt tatsächlich die erste Aufgabe sein, hier in Kapitel 2. 1904. Ich klicke jetzt nicht nochmal, sonst redet er wieder. Ich klicke nochmal. Okay, ich versichere ihm nur, dass das die erste Mission ist. Also, wir starten. Tun sich wundersame Dinge. Hä? Da aber und dort basteln findige Geister. Ja, das hast du schon erzählt. Finde Kisten, Kapitel 2, Mission 7? Warum denn jetzt Mission 7? Die weil die ersten 6 von Kapitel 1 noch dabei sind. Okay, ich habe mir die Frage gerade selber beantwortet. Passt. Ist die Grande Nation namens Frankreich. Frankreich. Oh, Baguette. Ja, genau, die Montgolfiere. Oh, die der Zeit Eiffelturm. Ist reif für große Taten. Du bist in technischen Belangen talentiert. Und hast gerade ein kleines Transportunternehmen geerbt. Dreschig. Doch warum am Boden kleben bleiben? Einige Experimente mit neuartigen Fluggeräten sind bereits geglückt. Wackel, wackel. Bald wird der erste Aeroplan durch die Lüfte gleiten. Sorge dafür, dass Frankreich diese Ehre zuteil wird. Dein Freund Louis Blériot, ein Mann mit einem ganz besonderen Gemüt und einem ebensolchen Schnurrbart, hat ein Projekt. Er will das erste funktionierende Flugzeug in der Geschichte konstruieren. Das nötige Kleingeld, das er für dieses Unterfangen braucht, beschert ihm seine Autolampenfabrik, wenn er nur genug Autolampen verkauft. Hilf ihm dabei. Okay. Sorge dafür, dass die Fabrik deines Freundes gut läuft, damit er die Gewinne in die Entwicklung seines sehr vielversprechenden Fluggeräts investieren kann. Können wir machen. Was haben wir an Geld? 75 Millionen und wir sehen, Stahl wird wieder aus Luft produziert. Da brauchen wir nichts für, das müssen wir einfach abholen und müssen das hier hinbringen. Das wäre einmal über den Fluss rüber. Bei 75 Millionen ist die Frage, 15 Einheiten brauchen wir. Machen wir das mit LKWs? Die Frage ist halt natürlich auch 1904. Da haben wir nicht massive LKWs. Da haben wir aber wahrscheinlich auch nicht wirklich massive Züge. Ich würde trotzdem hier eine Eisenbahnlinie nehmen. Wir bauen mal einen Bahnhof. Machen wir keinen Kopfbahnhof, sondern sowas in der Richtung. Machen ein Gleis, das reicht. 160 Meter reichen auch. Ein bisschen sparen darf man trotzdem. Und setzen dich mal. Machen wir dich doch glatt so hier hin. Dockst du da an? Jawohl. Zack, passt. Das gleiche hier oben bei Kollege Maschinenfabrik. Einmal drehen den ganzen Spaß. Machen wir mal so hier hin. Dann haben wir auch sicher wirklich das Ganze an der Angel. Dann haben wir eine Schiene. Eine Brücke müssen wir bauen. Da kommen wir nicht dran vorbei. Machen wir es mal so. So, hier rüber. Jetzt kommen hier keine Schiffe mehr unten durch. Das kennt man noch aus Transport Fever 1. Da könnten wir gucken mit M.
Jawohl, das funktioniert. M drücken, dann wird das Ganze ein bisschen angehoben. Und schon haben wir eine Brücke. Und natürlich nehmen wir das Viadukt. Ich glaube, was anderes haben wir gar nicht. Deswegen nehmen wir das mal. Wo müssen wir denn hin? Nach da hinten. Hier, schön Bahnübergang. Am Flughafen vorbei. Vielleicht, ja, nicht nur vielleicht. Den brauchen wir wahrscheinlich dann auch irgendwann. Dann haben wir hier schon Gleise. Dann müssen wir nur noch den Bahnhof dazu tun. Okay, da hinten rein. Passt, haben wir verbunden. Wir brauchen ein Depot. Ja, machen wir dich doch irgendwie so hier hin. Auf der Seite müssen wir nicht unbedingt mit den Gleisen weiter. Vielleicht müssen wir dann auf der anderen Seite weiter. Das werden wir dann sehen später. Dann reiche ich mein Gleis. Zack, zack, hier rein. Dann brauchen wir die Linie. Das wäre von hier nach da oben. Okay, das passt schon mal. Schreiben wir doch gleich mal an. Falls es komplexer wird, ist das nie schlecht. Das ist dann Stahl. Ich sag nichts mehr zu meiner Tastatur. Stahl zur Machinafabrik. Maschinenfabrik. So, dann weiß man genau, was hier los ist. Bestens. Ein Zug brauchen wir noch. Fahrzeuge kaufen. Wir haben hier verschiedene Lokomotiven. Da hätten wir glatt 100 km/h bei 1000 Kilowatt. Ja, nehmen wir die mal. Ich nehme an, Stahl hat dann doch ein gewisses Gewicht. Wir können es uns auch leisten hier. Wagen, Cargo und was transportieren wir gleich nochmal? Stahl. Ja, das wären, glaube ich, die richtigen. Machen wir mal 16 Kapazität, wenn wir mal 17. Man sieht ausgezeichnet von der Leistung her. Kaufen das Teil. Zack, Stahl zur Maschinenfabrik zuweisen und schon fährt der Zug aus seinem schönen Depot raus. Aus der schönen. Nee, nicht wirklich. Ich muss hier noch. Ich muss auf Play drücken, sonst fährt hier gar nichts raus. Hallo Kollege. So, das hätten wir glaube ich schon, beziehungsweise das haben wir natürlich noch nicht. Erst müssen wir den Stahl jetzt noch nach da hinten bringen. Und da würde ich sagen, wir werden... Sollen wir den Zug gleich nochmal drehen, dass er das vielleicht in einem Aufwisch sozusagen schafft? Also wir werden sicher mitfahren. Oh, guck mal da hinten, der Eiffelturm. Den sieht man relativ gut. Ja, ich muss eigentlich hier klicken, wenn ich wissen will. Ich drehe den nochmal. Weil das sieht so aus, als würden wir tatsächlich die 15 Stück hier bekommen. Und hier haben wir ja Platz genug. Dann können wir das in einer Fahrt erledigen. Jawohl, hier haben wir 20 als Einheit. So, macht mal. 5 Stück fehlen noch. Los, produzieren, produzieren. Ui, das ist natürlich auch wieder etwas für die Umwelt hier. Die armen Franzosen hier. Alles wird verpestet in der Nähe von Paris. Wie viel haben wir? 12. Ich würde sagen, den können wir wieder drehen. Ein Hin und Her, der Arme. 14, jawohl, das reicht. Jetzt hier bitte aufnehmen. Jetzt haben wir die 15. Das heißt, wir steigen ein. Okay, zack. Und gucken mal von hier aus. Ist auch nicht viel schöner, die Stahlfabrik. Aber tja, Stahlfabriken sind ja auch nicht da, um schön zu sein. Die müssen produzieren. So, ich werde jetzt aber auf der Fahrt wieder ein bisschen schneller stellen. Da fällt mir ein, eine Kommentarenstand. Das ging, glaube ich, gar nicht mal um die Kampagne, sondern um das normale Spiel. Dass ich bei Trainfieber damals nie das Spiel beschleunigt habe, wenn wir mit einer Lok gefahren sind. Da muss ich aber auch sagen, bei Trainfieber damals habe ich das schon auch gemacht. Wenn wir fünfmal die gleiche Strecke fuhren mit fünfmal der gleichen Dampflok, habe ich das tatsächlich auch gemacht. Also das ist in dem Sinne nicht neu. Weil ich warte tatsächlich darauf, dass wir mal noch ein paar andere Lokomotiven haben. Wir haben im Hauptspiel im Normalen immer noch Dampflokomotiven. Wir haben hier die ganze Zeit Dampflokomotiven. Das sind ja schöne Gefährte. Aber ich möchte auch mal ein anderes Fahrzeug haben. Und deswegen, ja, entsteht eine kleine gewisse Ungeduld teilweise. Das gebe ich zu. Ich lasse jetzt mal davon ab, dass wir hier schneller stellen. Wir fahren mal mit normaler Geschwindigkeit mit. Wir machen das mal so. Vielleicht noch ein bisschen nach vorne, so auf Höhe des Lokführers. Und dann gucken wir uns hier mal in Ruhe die Fahrt an. Weil schön ist es eh, zweifellos. Wir haben Stahl dabei, 20 von 20. Das heißt, das Ziel haben wir bereits erreicht, da hinten. Dann kann der andere seine Autolampen herstellen. Dem sollte nichts mehr im Weg stehen. Übrigens, man kann tatsächlich auch, wir sind ja, das haben wir nicht in der Kampagne, wir sind im freien Spiel mal mit den Vögeln mitgeflogen. Man kann tatsächlich auch in die Bären rein und in die, was hier sonst, und Rehe rennen, glaube ich, noch rum. Das ist jetzt nicht so spannend, weil der Bär macht nicht viel. Aber irgendwie cool, dass man das kann. Mal gucken, wenn dann später noch Mods kommen. Man weiß ja nicht, vielleicht kommen da irgendwie Hunde und Katzen und Zeugs. Und dann kann man natürlich in die dann wahrscheinlich auch rein, weil wenn man da mal eine Kamera drin hat, dann hat man die bei den Tieren.
So, ich fahre mal noch mal ein bisschen rum hier mit der Cam. Ganz einfach, weil es schön ist. Also mir gefällt das halt ausgesprochen gut, dass man hier rumdüsen kann. Und sie sind halt immer noch am Rauchen wie die Wahnsinnigen und am Dampfen hier, die Lokomotiven. Schön, da hinten mit dem Eiffelturm. Cool. Frankreich, Frankreich. Zinedine Zidane. Nee, das ist ein anderes Thema. Das ist Fußball. So, ab über die Brücke, über die Killerbrücke. Ich nenne die jetzt schon wieder Killerbrücke, weil dieses Viadukt ist einfach dermaßen cool. Oh, der Fahrtverkehr. Ja, ihr müsst warten. Wir haben zu tun. Wir müssen für den Kollegen mit den Lampen hier Stahl bringen. Oh, aber schicke Autos. Hallöchen, Hallöchen. Ja, da kommt noch einer, aber jetzt können sie ja wieder fahren. Auch nett halt, wie die Wagen natürlich animiert sind, beziehungsweise der Stahl hier dargestellt wird. Ja, das ist einfach alles nur nett in dem Spiel. Also das meine ich wirklich in vollem Ernste. Mich hat selten ein Spiel so begeistert wie das hier, muss ich ganz ehrlich sagen. Also da kommt nicht mal Transport Fieber 1 mit und Train Fieber auch nicht. Die haben mich auch begeistert, aber das hier hat mir teilweise den Schlaf. Das ist ein Elend. Ich muss mal wieder schlafen. Weil ich nehme auf, mache und tue. Nehme dann aber mit viel Spaß auch andere Spiele auf. Also nicht nur das. Nur wenn ich dann mit dem fertig bin, kriege ich wieder Lust, Transport Fieber 2 zu spielen. Dann kam ich das wieder hervor. Denke mir, ich möchte jetzt nicht schon wieder aufnehmen. Auch weil ich dann sonst Mods verpasse etc. Die dann noch rauskommen werden. Ja, dann spiele ich ja privat. Das habe ich schon mal erzählt. Und plötzlich ist es dann 6 Uhr morgens. Okay, wir sind angekommen. Das heißt, das müssen wir jetzt hier tatsächlich schon haben. Mal gucken, was der an Geld kriegt. Weil wir haben jetzt gelernt, bei den letzten Kampagnenteilen, es kann nicht schaden, wenn man trotzdem auch ein bisschen auf die Finanzen achtet. 247.000. Okay. So, haben wir eigentlich. Was? Maschinen? Achso, die müssen erst wieder abgeladen werden. Die werden hier visuell schnell abgeladen. Aber man sieht hier, das dauert ein Momentchen. Ich stelle tatsächlich mal auf schneller, nicht weil ich den Zug fliegen sehen will, sondern weil das sonst hier ein bisschen lange dauert. Auch schön, hier ist noch nicht viel los, das wird sich aber wahrscheinlich dann relativ zügig ändern. Nett. So, wie viele haben wir? 11. Ich stelle gleich wieder Tempo runter, sobald wir hier bei 15 sind. Gehe schon mal in Position. Dank deiner Unterstützung ist es Herrn Blériot gelungen, ein erstes Modell zu entwickeln. Allerdings scheint er dem Konstrukt noch nicht vollends zu trauen und hat dich gebeten, den ersten Flugversuch zu wagen. Okay, kaufe ein Flugzeug am Flugplatz in Paris und hebe damit ab. Okay, das heißt, wir brauchen eine Linie. Wo haben wir Flughäfen? Hier hinten wäre eigentlich fast cooler, dorthin zu fliegen, weil das ist eine relativ kurze Strecke, wobei die Flugzeuge sind auch nicht schnell. Wisst ihr was, wir düsen nach Le Mans, vielleicht ist da noch ein Autorennen. Also, machen wir zuerst die Linie, weil zum Abheben brauchen wir eine Linie, anders geht's nicht. Also, das wäre dann hier hin. Moment. Geht nicht, bist du ein Cargo-Teil? Ich muss nochmal kurz raus. Was habe ich jetzt wieder angestellt? Ich kann den nicht anklicken. Wo möchtest du denn hin? Das geht auch nicht. Das ist kein Flughafen. Das geht auch nicht. Okay, da kann ich nicht hin. Wo möchtet ihr denn, dass ich hinfliege? Abheben, hat er gesagt. Ich kaufe mal ein Flugzeug. Mal gucken, ob das vielleicht tatsächlich selber abhebt. Das hier können wir eigentlich löschen. Wie lösche ich das gleich nochmal? So nicht, sondern zack, so. Linie verwalten. Nein, einfach löschen. Linie bitte hinweg. Linie verwalten. Was ist das? Erweitern, nein. Irgendwo muss so ein Knopf sein. Jetzt. Gut, also Flugzeug kaufen. Hier ein 1, was haben wir ja? Eine große Auswahl haben wir nicht. Nehmen wir das hier. Zack. Und jetzt gucken wir mal, was das Flugzeug macht. Das macht noch nicht viel, was keine Linie hat. Kann es von hier nach hier fliegen? Also hier einfach eine Schlaufe ziehen und wieder zurück? Das könnte sein. Wo haben wir es? Hier. Linie zuweisen. Bringt nichts, weil wir keine Linie haben. Also müssen wir eine Linie machen. Aber wenn wir die anderen Flughäfen nicht haben, ich versuche mal nochmal. Habe ich jetzt die Linie 1 doch nicht gelöscht? Hier könnte ich. Okay, Station. Ne, das ist genau falsch. Moment, Moment, Moment. Hä, was mache ich denn? Linie 1? Gehen wir nochmal hier runter. Linien, Linie 1. Station hinzufügen. Hab's gleich. Jetzt, okay.
Ich glaube, ich habe falsch geklickt, kann das sein? Aber die haben ja auch kein Dingens hier oben, kein Symbol. Wo möchtest du denn hin? Das müsste ja eigentlich dargestellt sein. Dass man das irgendwo sieht. Nee, sieht man nicht. Seht ihr? Ich kann hier nicht hinfliegen. Wieder hierher zurück, geht das? Nee, eine Haltestelle ist zweimal hintereinander aufgeführt. Okay, alle entfernen. Ja, wo fliegen wir denn hin? Das ist halt tatsächlich jetzt die Frage. Nochmal den hier. Reicht das schon? So fliegt... Ach, guck mal, so fliegt er automatisch zurück. Das habe ich so noch gar nicht gemacht, nicht mal bei Transport Fever 1. Aber man sieht ja die Linie. Also eigentlich müsste ich dem Flugzeug jetzt sagen können, dass er das machen soll. Bei Transport Fever 1 stand dann, dass nicht genug Haltestellen im Fahrplan sind. Wir schauen mal. Tatsächlich. Okay, aber hier steht trotzdem was. Ja, eben. Wir haben hier nicht genug Landebahn. Landebahn. Ja, okay, Landebahn natürlich schon. Aber wir steigen mal ein. So. Das wird ja schon noch irgendwie korrigiert werden. Das hieß, wir sollen damit abheben. Das machen wir jetzt. So, cooles Ding. Das ist ja tatsächlich noch die frühe Luftfahrt. Das sieht man relativ eindeutig. Passenger Terminal. Da wird keiner mitfliegen. Wir machen ja sowieso nur einen Test. Aber cool, dass das geht. Dass der halt tatsächlich einmal eine Schleife fliegen kann. Hier am, wieder zum Flughafen zurück. Wir steigen gleich noch richtig ein. Ich möchte den einfach noch kurz relativ schön im Bild haben. Nett. Okay, aussteigen und gleich wieder rein. Und dann haben wir hier wieder die normale Ansicht. Mit der werden wir jetzt mal abheben. Ich nehme mal an, später werden wir hier tatsächlich noch weitere Linien machen können. Ich meine, die Flughäfen dort hinten, die sind nicht umsonst gebaut worden. Oh, Eiffelturm. Ja, guck mal, Stoff. Ich hoffe, wir überleben das. Ist das irgendwie TÜV geprüft? Wahrscheinlich nicht. Ja, da geht's los. Ab in die Lüfte. Da unten haben wir sogar noch unsere Eisenbahnlinie. Oha, welch erhabenes Gefühl. Nur die Landung könnte etwas eleganter sein. Daran wird dein Freund noch arbeiten. Das erste Modell, was davon üblich ist, will der französische Aeroclub erwerben. Aha. Okay, wir gehen natürlich gleich raus. Wir haben keine Anzeige, was wir tun sollen. Aber in dieses Fliegen, vor allem mit der Kiste hier. Die tollkühnen Männer in ihren fliegenden Kisten. Das war mal ein relativ cooler Film mit Gerd Fröbe. Hier die Seen, das müsste die Seen sein. Und jetzt macht er hier wieder den Bogen. Ich muss sagen, selbst das Fliegen hier mit dieser Kiste macht einfach Spaß. Es sieht cool aus und es ist tatsächlich halt einfach irgendwie, es hat ein bisschen was von Fliegen, definitiv. Hier haben wir noch Kollege Propeller. Gut, wir steigen trotzdem aus. Verkaufe das Flugzeug, das machen wir. Okay, das heißt, du musst ins Depot, beziehungsweise ich könnte jetzt hier einfach drücken und dann würde sich das Flugzeug wahrscheinlich auflösen. Ich mach's mal. Jawohl, das muss nicht mehr in den Hangar rein. Drüben, jenseits des Atlantiks, sollen die Gebrüder Wright bereits vor dir erfolgreich mehrere Flüge absolviert haben. Angeblich. Sie wollen ihr Können demnächst in Le Mans demonstrieren. Zeige diesen Yankees, wer die wahren Helden der Lüfte sind. Hilf mit, ein noch besseres Flugzeug zu konstruieren. Auf das den Amerikanern bewiesen werde, wem der Himmel wirklich gehört. Machen wir doch glatt. Der Antrieb, das Fabrikat eines überaus exzentrischen italienischen Motorradherstellers, könnte noch einige Modifikationen vertragen. Bringe die nötigen Teile zu Herrn Blériots Werkstatt. Okay. 30 Maschinen müssen hier hin. Jawohl, und die Maschinen produzieren wir hier hinten, dank dem Stahl. Da haben wir die Bahn. Das könnte man wieder mit dem Zug machen. Oder man könnte es jetzt auch mit Lastern machen. Was haben wir? 69.000. Ich meine, die Linie hier, die müsste doch eigentlich Gewinn fahren. Sehe ich das richtig? Nein, das sehe ich nicht richtig. Wie viel Stahl haben wir hier hinten? Ja, aber der fährt voll nach da hinten. Also der müsste früher oder später tatsächlich Gewinn erwirtschaften. Wenn wir das so machen, wir könnten hier das mitnutzen. Und dann haben wir hier die Stadt im Weg. Da müssten wir die halbe Stadt demolieren. Ach, wisst ihr was? Wir machen das mit LKWs. Dann haben wir die LKWs hier auch. Finde ich eigentlich angenehmer. Also, LKWs haben wir hier. Wir brauchen ein Gebäude.
Wir brauchen das Teil und das brauchen wir nicht in massiver Größe. Noch nicht, das können wir vergrößern später. Dann würde ich es aber vielleicht ein bisschen weiter wegstellen, damit wir wirklich genug Platz haben. Also das noch ausbauen wollen. Zack, wäre einmal so. Und hier beim Herrn Le Blérieux, oder wie hieß er gleich nochmal? Kommt so ein Teil hin. Zack. Und jetzt gucken. Eigentlich wäre es natürlich fast praktischer, hier rüber zu gehen. Sonst müssen wir hier rüber. Ja, wobei, das nimmt sich nichts. Nee, nee. Das nimmt sich tatsächlich nichts. Wir brauchen eine neue Linie. Das wäre dann von hier nach da vorne. Passt schon mal. Und das sind dann hier die Maschinen. Wie heißt der Mann? Maschinen. Machen wir Maschinen Paris. Oder nach Paris und machen dahinter LKW. Dann wissen wir ungefähr, was es ist. Die Linie 1, die können wir jetzt tatsächlich löschen. Okay. Wir brauchen noch ein Depot, damit wir die Fahrzeuge auch wirklich kaufen können. Vielleicht wäre es wirtschaftlich wirklich was cleverer gewesen, wir hätten das auch mit dem Zug gemacht. Weil wir haben schon Schienen, wir haben schon ein Depot. Dann hätten wir diese zusätzlichen Ausgaben jetzt nicht. Aber ich denke, irgendwann hätten wir sie sowieso, weil irgendwann werden wir sowieso auch mit LKWs arbeiten. Von daher, wobei LKWs ist, glaube ich, übertrieben. Ja, immerhin, Kollege Kahnstadt haben wir. Was müssen wir transportieren? 30 Stück, Kapazität 5. Machen wir ja mal 5 Stück. Die sollten ja auch Geld verdienen, eigentlich. Okay, haben wir. Gleich mal gucken. Wo seid ihr? Hier hinten. Halt schon auch sehr, sehr nette Gefährte, ganz klar. So, ich bin fast schon wieder ein bisschen kurz davor, ein bisschen schneller zu stellen, damit wir hier wirklich vorwärts kommen. Kriegen die schon was? Da ist noch nichts, wird hier produziert. Jawohl. Der Versand ist aber noch bei 0. Man sieht aber, das Teil hängt dran. Also das ist kein Problem. Der hat aber sicher auch noch nichts. Nein, 0 von 5. Oh, transportieren die überhaupt das, was wir brauchen? Lass uns noch mal gucken. Maschinen. Doch, da sind sie doch. Maschinen, okay. Ich dachte gerade nicht, dass wir die falschen Fahrzeuge haben. Ja, dann fährt er hier lang. Es ist halt schon ein gewisser Weg, ist es. Wir könnten hier zumindest, wir haben ja ein bisschen Geld noch, dass wir wenigstens ein bisschen die Straße hier noch abkürzen. Sagen wir mal so, kostet 23.000. Aber dafür wird die Linie hier eine Abkürzung fahren können. Er nicht, er ist stur. Es ist ein Franzose. Er fährt hier noch die alte Strecke lang. Der hier müsste das bereits mitgekriegt haben. Okay, passt. Läuft. Aber kriegen wir jetzt hier auch ein paar Maschinchen? Da haben wir noch Versand 0. Möchte das Spiel, dass wir die Bahn nutzen? Das hätte natürlich auch sein können. Ich wollte das aber jetzt wirklich ganz bewusst mit diesen LKWs machen. Die kommen halt komplett nicht in die Gänge. Das dauert ja 10 Jahre und 5 Tage, bis die hier hinten ankommen. Es funktioniert schon. Sie können die Straße nutzen, kommen dann hier hin. Aber das dauert. Da hätte man vielleicht doch besser... Aber eben mit der Bahn, wir haben hier keinen Platz. Hier vielleicht, dass man hier was gemacht hätte, dann mit den Schienen, Brücken etc. Weil wenn der natürlich später noch, weiß ich nicht, was alles braucht. Da sieht man noch Baumaterial rumliegen. Ja, dann haben wir natürlich den Effekt, dass wir hier tatsächlich sowieso einen Bahnhof bauen müssen. Aber gut, jetzt haben wir es mit LKWs gemacht. Jetzt müssen wir halt die Geduld haben. Aber ich werde deswegen trotzdem hier auf die Beam-Rudi stellen. Also ganz klappt das hier noch nicht. Versand 0, Transport auch 0. Da kommt aber gerade der Zug wieder. Das heißt, sie können wieder produzieren. Jetzt müsst ihr eure Maschinchen genau nach da hinten bringen und dann funktioniert das nämlich auch. Das heißt, wir können hier schon mal wieder drehen. Weil Leerfahrten müssen nicht wirklich sein. So, hier vorne haben wir sicher auch noch welche. Jawohl, du drehst noch. Und dann haben wir hier noch jemanden. Ich sehe ihn schon. Auch der muss drehen. So, dann haben wir es ein bisschen verteilt. Sehr gut, da brauche ich noch fast noch mehr Fahrzeuge. Mal hier mal gucken, wie viel liegt denn jetzt hier schon. 14 Einheiten, 30 brauchen wir. Das sieht man hier. Okay, und 5 werden jetzt transportiert. Ja, das dauert ein Momentchen. Wie sieht das aus, wenn du die einpackst? Aha, 2 große Kisten hier rein. Ja, warum nicht? Man sieht es nicht als Ladung, aber das ist natürlich auch mit einer Plane verdeckt. Okay, gut, kriegen wir hin. Ich würde sagen, machen wir ein Päuschen. Danke fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Und dann sehen wir uns hoffentlich morgen wieder. Und dann machen wir hier weiter, wo wir weitermachen sollen. Und nicht irgendwo bei einer Mission
ja, wo der ganze Teil davor fehlt. Ich glaube, jetzt sind wir wieder auf dem richtigen Weg. Ich danke euch fürs Zusehen. Macht's gut. Bis morgen. Tschüss.